morning. Mario hat einen Kater. No. So, und es geht weiter bei mir wie zuvor. Ich war gestern wieder ziemlich lange weg. Ich war irgendwie erst um 4 Uhr schlafen. Und jetzt bin ich hier mit Maeve und Natalie auf der Island Escapade Tour. Die beiden sind auch in meinem Hostel. Und ja, jetzt schauen wir uns heute ein paar geile Strände an. So, wir sind jetzt auf dem Aikapuya Island. So, wir sind jetzt auf den Banana Island angekommen. Das ist auch unsere Lunch Area. Wir haben jetzt ein leckeres Bananenbuffet. Man kann sich die einfach von den Bäumen holen. Hätte er jetzt geglaubt, ne? Also ich kann ja jeden Scheiß erzählen. Nee, also es heißt einfach nur Banana Island, weil die Insel von oben geguckt einfach so aussieht wie eine Banane, so von der Form her. Aber Bananen gibt's hier nicht. Aber dafür eine geile Perspektive. Essen ist fertig. Es gibt definitiv schlimmere Orte, um Mittag zu essen. Hui. Der Typ da zeigt richtig Einsatz. Der liegt da einfach seit ungefähr 15 Minuten im Sand und fotografiert seine Freundin. Oder irgendein anderes Mädchen. Dedication. Okay, liebe Philippinen, calm down. Calm down, komm mal klar. Was ist das? So, wir haben den Moment genutzt und hier gerade ein paar bescheuerte oder coole Bilder gemacht und jetzt wird noch ein bisschen geschnorchelt. So, hier wird's Ich muss heute leider mein Hostel ändern, weil das andere ausgebucht ist.
Und ich finde das nicht. Die Adresse ist angeblich hier, aber ich sehe nichts. Okay, ich bin jetzt im neuen Hostel angekommen. Es liegt daran, dass die erst noch Talusi Hostel heißt und jetzt Island Hostel. Und die haben die Schilder noch nicht geändert und der Name wurde noch nicht kommuniziert. Klar, ist jetzt nicht mehr so Luxus und modern wie das andere. Aber die Leute sind super nett. Ich bekomme ein Willkommensgetränk, freies Frühstück. Und das Wi-Fi ist gut. 5 Megabyte pro Sekunde. In dem alten hatte man 0, irgendwas. Also das heißt, ich kann vielleicht auch mal wieder ein Video hochladen. Hey! Hier gibt es auch wieder keinen Locker. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich wieder den schönen Packsafe dabei habe. So, das ist mein Willkommensgetränk. Keine Ahnung, was es ist, aber so nett. Lecker. Ein richtig schöner Fruchtcocktail irgendwie. Ja, das hier ist der Aufenthaltsraum. Und man ist direkt einfach in der Stadt. Mega krass. Und ja, ich bin echt happy hier, keine Ahnung. Ich finde die so lieb. Und wieder sehr aufrichtig. So, ich habe gestern schon nichts für Essen und Getränke bezahlt, weil ich bei Natur aufgelegt habe. Bei Natur, weil ich im Hostel aufgelegt habe auf der Rooftop Bar. In Deutschland habe ich das früher auch immer zugemacht, richtig cool. Und was jetzt geil ist, jetzt geht's auf eine richtig coole Bootsparty-Tour. Und die kostet eigentlich 1400 Peso, aber ich kann auch frei dahin, weil ich als Fotograf da heute quasi arbeite. Mega geil. So, ich bin jetzt mit Steve schon mal runtergefahren und die Gäste kommen später und das ist das Boot. So, die Cruise ist losgefahren und mega chillig. Also, man hat jetzt schon coole Gespräche gehabt, coole Leute kennengelernt und ja, das wird ein sehr geiler Tag, denke ich, auf jeden Fall. Was richtig interessant ist, wenn man hier von der Bootstour kommt, man muss immer aufs nächste Boot springen. Also, okay, das Boot ist fertig und dann geht man über das nächste Boot. Okay. Oh, thank you, man. Ich habe gerade mein Flip-Flop zerstört. Oh, scheiße. It's 1:05. Jetzt fahren wir zurück zum Hostel für einen schönen Sonnenuntergang. Yeah. I know why. Okay, sehr nice. Ein paar Leute. Huh? It's okay, thank you. Okay, ein paar Leute haben viel zu viel Geld gegeben und deswegen habe ich das quasi umsonst bekommen, die Fahrt zu dem Hostel. Aber ich muss gleich zum Hostel hin und ich gehe jetzt auch nicht zu dem Sonnenuntergang, ich gehe zu meinem Hostel zurück, versuche dann mal ein Video zu uploaden und dann hat mich noch eine philippinische Familie gefragt, ob ich vielleicht mit denen essen gehen möchte heute Abend. Ich habe die auf einer Bootstour getroffen und ich denke, ich mache das auf jeden Fall. Das ist echt mega cool, also mein Hostel ist hier direkt in der Stadtmitte, also ich gehe einfach in die Mitte der Stadt und ja, bin direkt dann da. Okay, ich treffe nun meine philippinischen Freunde, um mit denen essen zu gehen. Und ja, ich glaube, ich habe schon meinen Raumschlüssel verloren. Und jetzt gehe ich eine dunkle Straße hoch. Ich glaube, man sieht mich gleich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, in dem Hostel jetzt zum Beispiel gab es wieder nur komplett kalte Duschen. Ich habe mich mittlerweile total dran gewöhnt, aber in Deutschland war ich immer eine Pussy, ich habe immer warm geduscht. Jetzt sieht man mich nicht mehr, denke ich. Ja, see you later. So, jetzt essen wir zusammen. Guten Appetit. Garlic butter. Ja, gut. The garlic butter is so tasty.